Moin in Ollis Modellbahnkeller. Heute haben wir hier 43926, eine BE46 von Roco. Analog. Und die fährt nicht mehr und wir wollen mal eine kleine Fehlersuche betreiben. Bei Roco bekannt spreizt man das Gehäuse und kann dann das nach oben ablopfen. Vorsichtig. So. Wir haben eine, ja, sagen wir mal, alte Lok. Roco-Loks habe ich ja nicht so oft, deswegen müssen wir jetzt einfach mal hier reinschauen. Wir haben hier Elektronik verbaut. Wir haben hier sogar eine Knopfzellenbatterie, das habe ich noch nie gesehen. LED-Beleuchtung. Ja, und die soll nicht funktionieren. Wir nehmen jetzt einfach mal Wir gucken uns das, wie gesagt, jetzt erstmal an. Das ist der Umschalter für Oberleitung, der steht auf Schleifer. Und wenn die Lok nicht funktioniert, dann gucken wir uns, würde ich sagen, mal den Motor als erstes an. Fangen wir bei der Basis an, obwohl wir könnten auch, na, es gibt jetzt mehrere Herangehensweisen, entweder wir gehen gleich zum Motor, da müssen wir alles abschrauben, oder wir messen erstmal die Kabel, ob wir keinen Kabelbruch haben. Das können wir als erstes tun, indem wir ein Messgerät nehmen, das oben stellen. Ich lese mal ein bisschen beiseite, dann piepst das nicht so laut. Das heißt, wir haben einmal Masse. Das ist Beleuchtung. Okay, das ist nicht die Masse von den. Schleifer. Schleifer geht schon mal. Ja, Masse müssen wir gleich mal gucken, was bei Roco-Loks nicht immer so eindeutig, wie das für Märklinisten so immer ist, das Gehäuse Masse ist, das muss nicht immer sein. Ja, das werde ich jetzt noch mal suchen, den Massekontakt. So, Masse sind die beiden Drähte hier. Die haben wir bloß an den Leiterbahnen. Komischerweise kommen wir nicht weiter unter Schraube, aber hier beim Lötpunkt, das sind die Leitungen, die zum Drehgestell gehen. Und scheinbar ist auch nur ein Drehgestell Masse, weil hier sind zwei Haftreifen drauf auf dem anderen. Ja. Das heißt, wir haben eine Stromversorgung, haben wir. Jetzt kann natürlich hier die Elektronik kaputt sein. Wir werden jetzt einmal mal Gleichstrom auf den Motor legen. Der reagiert. Ah, der bewegt sich auch. Also das Modell funktioniert. Jedenfalls im ersten Moment. Wir werden das jetzt noch einmal überprüfen mit Wechselspannung. So, ich habe jetzt mal schnell einen Trabo angeschlossen und wir sehen tatsächlich, die Lok fährt im analogen Betrieb nicht mehr. Also es wird wohl irgendwas hier nicht mehr ganz korrekt funktionieren in der Elektronik. Wir können an dem Bauteil hier so eine leichte, könnte eine Verschmorung sein, kann man schwer sagen.
aber vielleicht ist da auf der Platine was kaputt gegangen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir schicken die Lok in Rente oder wir bauen die mit dem Lokpiloten auf digital um. Ja, die Entscheidung ist auf einen Lokpilot-Decoder 59610 gefallen. Der passt hier hervorragend in das Fach rein. Und was soll ich sagen, die Lok funktioniert wieder. Also die alte Umschaltelektronik war wohl kaputt. Also gehen wir jetzt mal durch, wo wir was angeschlossen haben. Hier den grauen und den orangen für den Motor. Die weißen haben wir hier vorne an den Kontakt angeschlossen. Ich will den mal vorsichtig nur anlupfen, hier vorne, weil die Kontakte habe ich nachgebogen, weil das Licht ging nicht, die waren ein bisschen verbogen, und den gelben habe ich hier hinten ran gemacht. Den roten, der ist hier mit drauf, damit wir eine Umschaltung für die Pantographen noch haben, und der schwarze ist hier drauf, also ein recht einfacher Umbau. Und ich mache das jetzt mal ohne Gehäuse, weil dann könnt ihr auf dem Testgleis auch die Beleuchtung sehen, hoffe ich, hier erahnen, hoffentlich hier vorne. Jetzt wird sie vorwärts, jetzt wird sie rückwärts und das Licht leuchtet schon wieder. Und ich habe gerade die Kontakte nachgebogen, die sind mega empfindlich hier vorne, aber das kriege ich auch noch hin. Auf alle Fälle ist die Lok nun fertig umgebaut. Also wirklich ein einfacher Umbau, was ein bisschen, dass du die Kontakte hier von den Birnen, die sind mit für geliehen. Man sieht auch, das sind eigentlich für zwei Birnen vorgesehen, ist aber wirklich nur eine drin. Und man kann die auch nicht, man müsste sie sonst trennen. Also ja, ein Kontakt und das Modell ist fertig umgebaut. Heute mal mit einem anderen Testgleis, weil das hier besser zu zeigen war. Vielen Dank fürs Zuschauen. Projekt wie immer unter dem Video.